Und herzlich willkommen zur zweiten Übung. Ich hoffe, ihr seid gut aufgewärmt, denn wir wollen direkt reinstarten. Letzte Woche haben wir ja hauptsächlich ganze Schläge geschlagen oder Colpi interi oder ein Colpo intero. Und zwar aus Guardia Alta haben wir direkt einen ganzen Schlag in Porta di Ferrolage geschlagen, beziehungsweise ein Reverso Fendente in Coda Longa Lager. Nun ist es nicht immer die beste Idee, das Schwert völlig aus der Präsenz des Gegners zu nehmen. Und daher gibt es auch die Möglichkeit, das Schwert letztendlich auf den Gegner ausgerichtet zu lassen. Und zwar indem man das Schwert nur zu einem halben Schlag ausführt. Und diese heißen im Italienischen Mezzi Colpi. Also, Colpo intero, Mezzo Colpo. Und genauer gesagt, der Schlag von rechts oben, also der Mandrito Fendente, wird jetzt als Mezzo Mandrito Fendente bezeichnet. Oder von links als Mezzo Reverso Fendente. Und die Position, die wir hier erreichen, die sind natürlich immer noch Porta di Ferro und Coda Longa. Aber im Vergleich zu Porta di Ferro Lager und Coda Longa Lager, wenn diese jetzt Porta di Ferro Stretta und Coda Longa Stretta genannt. Und Lager und Stretta bedeuten eigentlich nichts anderes als nah und fern. Also Stretta nah, Lager fern. Und das hängt natürlich mit unserer Distanz zu unserem Gegner zusammen. Die Lagerposition oder die Colpi interi sind eher zu verwenden, wenn wir noch eine große Distanz zum Gegner haben. Wenn wir viel Zeit zum Reagieren haben und diese großen Schläge tatsächlich noch sicher ausführen können. Stellen wir uns vor, wir sind sehr nah am Gegner dran und dieser Schlag verfehlt vielleicht, dann ist es vielleicht nicht die beste Idee, dieses Schwert jetzt hier unten zu haben. Man sollte also einen guten Plan verfolgen, warum man jetzt hier alles oben aufmacht. Daher auf naher Distanz, also im Stretta, ist es eher zu empfehlen, auch die Stretta-Position zu nutzen. Also, Mezzo Mandrito Fendente oder vielleicht einfach nur Mezzo Mandrito und Mezzo Reverso. Porta di Ferro Stretta und Coda Longa Stretta. In diesen Positionen ist meine Hand auf der Höhe meiner Hüfte. Sowohl vertikal, also hier, als auch horizontal. Wenn mich der Reverso von links nach rechts schützt, also die Position Coda Longa Stretta schützt jetzt meine rechte Seite, dann sollte auch meine Hand ungefähr seitlich auf der Höhe meiner rechten Hüfte sein. Genauso sollte nach einem Mezzo Mandrito, also in Porta di Ferro Stretta, die Hand ungefähr horizontal auf der Höhe meiner linken Hüfte sein. Die Falzi werden tatsächlich nicht nochmal in Mezzi-Falzi oder komplette Falzi unterschieden. Aus Porta di Ferro Stretta und Coda Longa Stretta wird immer noch einfach dieses Hochziehen mit der falschen Klinge als Falzo Dritto oder Falzo Manco bezeichnet. Okay. Ein weiterer sehr wichtiger Angriff im historischen Schwertkampf ist das, wenn wir nicht nur unsere Klinge benutzen, sondern auch die Spitze, also den Ort unseres Schwertes. Und das sind die Stiche. Und die ersten Stiche, die wir lernen werden, sind die Stoccati oder ein Stoccata. Und das ist der Stich von unten. Gehen wir also nochmal in Porta di Ferro Stretta, dann bietet es sich aus dieser Position ja an, direkt die Spitze nach vorn zu führen. Und die Position, die wir dabei erreichen, ist Guardia di Faccia. Diese können wir natürlich auch aus Coda Longa Stretta erreichen. Und sie beschreibt sich dadurch, dass wir ins Profil gehen, also unserem Gegner nur unsere Seite zeigen, die Hand nach vorne streckt und die Handfläche nach oben zeigt. Unsere Fingerknöchel zeigen dementsprechend nach links für uns.
als würden wir hier unserem Gegner etwas anbieten und in der Tat, wir bieten unsere Spitze an. Wichtig ist wirklich diese Hüftrotation. Wenn wir das also mal mit Cola Longa Stretta vergleichen, wo unsere rechte Hüfte ja auflädt, dann, wenn wir hier nur die Hand nach vorne führen würden, hätten wir hier immer noch ein sehr großes Körperprofil und auch Reichweite verschenkt. Also den Körper eindrehen und ohne einen Schritt zu machen, gewinnt ihr hier Reichweite und auch ein geringeres Profil, seid also schwerer anzugreifen. Und Garde di faccia, wie gesagt, die wahre Schneide unserer Fingerknöchel oder unsere Fingerknöchel zeigen nach links, die deckt uns auch in der Regel am besten nach links. Natürlich gibt es auch eine Position, die uns nach rechts deckt und das ist Guardia d'entrare. Also Guardia di faccia. Handfläche zeigt nach oben oder Guardia d'entrare, Handfläche zeigt nach unten. Guardia di faccia, Fingerknöchel und wahre Schneide zeigen nach links. Guardia d'entrare, Fingerknöchel zeigen nach rechts, Handfläche zeigt nach unten. Und der Stich, den wir durch das Übergehen in diese Position ausüben, ist hier aus den Stretta-Positionen immer ein Stoccata. Okay? Gut. Also fassen wir nochmal zusammen, was wir heute alles gelernt haben. Wir können Mezzi-Colpi schlagen, nämlich den Mezzo Mandrito oder genauer Mezzo Mandrito Fendente und den Mezzo Reverso bzw. Mezzo Reverso Fendente. Die Positionen dazu heißen Porta di Ferro Stretta und Coda Longa Stretta. Wir kennen Stoccati oder ein Stoccata und darin können wir ausführen, indem wir in Guardia di Faccia gehen oder in Guardia d'entrare. Guardia di Faccia, Handfläche zeigt nach oben, deckt unsere linke Seite. Guardia d'entrare, Handfläche zeigt nach unten, Fingerknöchel zeigen nach rechts. Gut, dann haben wir eine ganze Menge zum Üben und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen zur Übung, zur zweiten Lektion. Der erste Drill, den wir machen, ist eine kleine Abwandlung des Solo-Drills von letzter Woche, in dem wir jeweils ein Mandrito geschlagen haben, dann ein Falso Manco in ein Reverso, in ein Falso Dritto. Also im Prinzip diese Schleife vor uns gezeichnet haben. Und diesen Drill können wir natürlich auch ausführen mit Mezzi Colpi. Wir fangen also an in Guardia Alta und wir schlagen ein Mezzo Mandrito, schlagen ein Falso Manco und einen Reverso. Wieder ein Mezzo Mandrito, Mezzo Reverso, Falso Dritto und Mandrito. Falso manco, mezzo reverso. Und wir alternieren hier zwischen Porta di Ferro Stretta und Coda Longa Stretta. Beim nach vorne gehen folgt der Schritt im Prinzip auf den Fendente, also den Schlag von oben. Beim Rückwärtsgehen kann der Schritt natürlich schon mit dem Falso erfolgen. Und in diesen Drill können wir jetzt wunderbar unsere beiden Stiche einbauen. Und das machen wir, nachdem wir in Porta di Ferro Stretta sind, in Guardia di Faccia gehen und dabei einen halben Schritt nach vorne machen. Oder wenn wir in Coda Longa Stretta sind, in Guardia d'entrare gehen und einen kleinen Schritt nach vorne machen. Oder zurück, je nachdem, wie ihr Platz habt. Also, bringen wir das alles zusammen. Mezzo Mandrito, Guardia di Faccia, Mezzo Reverso, Guardia d'entrare, Mezzo Mandrito, Stich, Mezzo Reverso, Stich.
Zwischendurch probiert ruhig mal aus, einfach nur den Oberkörper nach vorne oder nach hinten zu legen. Also, Mezzo Mandrito, Stich. Ihr habt eine ganze Menge Reichweite. Mezzo Reverso, Stich. Und gerade weil es eben hier so eine schnelle und direkte Aktion ist, von den Stretter-Positionen in den Stich zu gehen, denkt Giovanni Della Rocca auch, dass der Stich der bessere Angriff ist. Das Schwert bleibt die ganze Zeit in der Präsenz eures Gegners. Es ist schneller, denn ihr seid näher dran und müsst nicht wie hier zwischendurch das Schwert immer wieder aufziehen. Und der Stich ist generell etwas gefährlicher, da er leichter durch Kleidung geht und etwas tödlicher ist. Gut, dann wollen wir das in einen interaktiven Drill einbauen. Ich werde euch Mandriti und Reversi geben, das heißt Schläge von rechts und von links. Und ihr wehrt die jeweils ab. Wenn ich einen Mandrito schlage, schlagt auch ihr einen Mandrito, der wieder diese Linie überkreuzt. Ein Mezzo Mandrito diesmal. Und wie gesagt, das ist eine Parade, wenn man es genau nimmt. Und es ist schwierig, das zu simulieren, wenn man noch nie gegen ein anderes Schwert gekämpft hat. Es kann euer Training aber trotzdem schon mal ganz gut vorbereiten, wenn ihr irgendwann in Partnerdrills übergehen möchtet. Wenn ihr das Schwert überkreuzt habt, geht ihr dann direkt in den Stich über. Also nach dem Mandrito in Guardia di Faccia. Oder nach dem Reverso in Guardia d'Entrata. Und versucht euch auch hier, wie in der letzten Woche, ein Stück zur Seite zu bewegen. Also mit einem Mandrito geht ihr nach rechts. Mit einem Reverso geht ihr nach links. Okay, breit. Dann kommen jetzt abwechselnd Schläge von rechts und von links. Parade, Riposte. Denkt schön an eure Körperhaltung. Streckt die Arme. Das Kinn hoch. Und ein Lächeln schadet nie. Jetzt wollen wir nur noch eine weitere Stufe dazu nehmen. Und zwar werde ich auch jetzt Schläge nach unten schlagen. Und wenn ich nach unten schlage, dann könntet ihr natürlich die Versuchung abzuwehren, indem ihr ein Colpo Entero schlagt. Aber viel schöner wäre es doch, direkt den Gegner gegen anzugreifen und den Fuß aus der Gefahr herauszubewegen. Denn eure Reichweite und auch meine Reichweite beschreibt ja nichts anderes als einen Kreis um mein Schultergelenk. Das heißt, auf Schulterhöhe habe ich maximale Reichweite. Ich würde meine Tür hier also erreichen. Aber nach unten wird sie immer geringer. Das heißt, ich habe ganz natürlich eine geringere Reichweite und nach unten und es ist schwerer dadurch, die Füße zu erreichen. Deswegen kann es unter Umständen eine schöne Aktion sein, wenn ihr statt versucht, nach unten zu blocken und dann erst gegen anzugreifen, wenn ihr direkt den Fuß aus der Reichweite des Gegners herauszieht, oder vielleicht sogar noch weiter, je nachdem, und direkt zu einem Stich, also einem Angriff mit eurer maximalen Reichweite kontert. Also wenn ich ein Mandrito nach unten schlage, also ein Mandrito nach unten, dann zieht ihr hier euer Bein zurück und streckt euer Schwert in Guardia di Faccia. Schlag kommt für mich von hier.
Ich strecke meinen Arm und ziehe das Bein zurück. Schlag kommt von meiner anderen Seite. Ich ziehe das Bein zurück und strecke meinen Arm in Gardia Dentrale. Machen wir das jeweils nur dreimal isoliert. Ersten Schlägen von rechts. Also ihr zieht das Bein zurück und geht in Gardia die Falsche. Und auf der anderen Seite mit Reversi. Gut, dann nehmen wir alles zusammen. Ich kann sowohl nach oben schlagen, als auch nach unten. Wenn ich nach oben schlage, pariert ihr und kontert. Wenn ich nach unten schlage, zieht ihr das Bein zurück und kontert direkt. Eure Startposition ist immer entweder Coda Longa Stretta oder Porta di Ferro Stretta. Okay, bereit? Dann geht's jetzt los. Wir fangen erst wieder schön entspannt an. Denn wir trainieren hier nicht nur unseren Körper, sondern auch gleichzeitig unseren Kopf. Ich trainiere euch im Prinzip, meine Bewegungen hier zu erkennen. Werden wir ein bisschen schneller. Gut. Ich hoffe, das hilft euch weiter. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, macht die Übung direkt nochmal. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Lektion.